Bereits zum 7. Mal stand der Hauptplatz in Bruck an der Mur im Zeichen von Beach an der Mur. Neben den Klassikern der vergangenen Jahre, Boccia, Fußball und Volleyball, war heuer auch erstmals Handball im Programm zu finden. Beachhandball wurde von den ECE Bulls Bruck unterstützt. Das Besondere ist, glaube ich, dass man entgegen den anderen Regeln im Handball immer aufpassen muss. Man kann ihn natürlich nicht aufpäppeln, sondern man muss nach 3 Schritten den Ball ablegen und erst dann kann man wieder weitermachen. Und das ist, glaube ich, viele Umstellungen für den einen oder anderen Spieler. Das Boccia-Turnier konnte wieder mit Rekordbeteiligung aufwarten und von Mittwoch bis Freitag wurden jeweils am Vormittag die Schulbewerbe in Beachvolleyball und Beachsoccer am Centercourt ausgetragen. Wir haben heuer noch um 2 Meter verlängert. Dadurch können wir 3 Volleyballfelder auf den Platz bringen. Für die Businessbewerbe und Schulbewerbe, für den A-Cup, der am kommenden Wochenende stattfindet, wird es natürlich ist nicht. Da gibt es gewisse Vorschriften. Da muss eine Sandtiefe sein, eine gewisse sein. Aber für Schulbewerbe und Business ist das tadellos zu erledigen. Gibt es Favoriten? Es gibt hier Favoriten natürlich, es sind Spieler von des UVC Bruck, die in der HTL alle Schule gehen, die sind große Favoriten, aber auch immer die Forstschule ist auch immer einzurechnen in den Turnierfavoritenplan, weil die haben schon 3-mal gewonnen. Beach an der Mur 2012, nach dem Businesslauf die zweitgrößte Sportveranstaltung in der Kornmesserstadt, war auch für die Stadt Bruck an der Mur ein Highlight im Veranstaltungskalender. Es ist eine Top-Veranstaltung im Jahresverlauf. Ich freue mich irrsinnig auch für den SC Bruck, für den UVC und natürlich heuer auch für die Handballer, die mit im Boot waren. Wir werden alles dazu beitragen, dass es diese Veranstaltung auch in den nächsten Jahren gibt. Undenkbar, diese Veranstaltungen nicht mehr durchzuführen. Und wir werden auch weiterhin kräftig unterstützen. Der Höhepunkt in dieser Sportwoche war sicher der Volleyball-A-Cup der Damen. Eingeleitet wurde dieses Finale von den Cheerleadern aus Mürzzuschlag. Im Finale bekam es die österreichische Paarung Susanne Kreuzrieger und Daniela Fankhauser mit Simona, Fabian und Andrea Wodeb aus Slowenien zu tun. Die Paarung aus Slowenien ließ den Österreicherinnen keine Chance und gewann klar in 2 Sätzen. Wir waren 16. auf der Liste, weil meine Partnerin hat nie Turnier in Österreich gespielt, nur ich mit meiner Ex-Partnerin und deswegen hätten wir nicht genug Punkte. Und wir haben auch in 2. Runde verloren und dann durch die Repassage sich gekämpft, alles zusammen 8 Spiele gespielt und das war wirklich toll. Wir sind Gewinner hier und wir sind maximal zufrieden. Warum glauben Sie, haben Sie das Finale so klar beherrscht? Ja, die Mädels waren schon müde. Sie hätten auch sehr hart gekämpft durch die Passage und wahrscheinlich trainieren wir ein bisschen mehr, weil wir spielen auch international. Wir versuchen auch die Swatch World Tour zu spielen und deswegen haben wir die ganze Winter eigentlich sehr hart gearbeitet im Fitness und könnten wir im Finale auch unsere Kräfte benutzen. Die Siegerehrung, die vom Bürgermeister der Stadt Bruck an der Mur, den Organisatoren und einigen Sponsoren durchgeführt wurde, beendet eine Woche Sport- und Strandfeeling am Brucker Hauptplatz. Und von Seiten der Veranstaltung ist man schon am Werken für Beach an der Mur 2013. Wir beginnen ab der nächsten Woche, wird schon ein Resümee gezogen, Verbesserungsvorschläge eingearbeitet. Und das nächste Jahr 2013 wird es zum 8. Mal Beach an der Mur baut bei Inteco geben. Und für die Zuseher gab es am Abschluss noch eine Verlosung von tollen Preisen. Beach an der Mur 2012 ist Geschichte.